Weiß gewinnt, könnte man denken. Denn es sieht ja ganz danach aus, als müsste Weiß nichts weiter tun, als den G-Bauern noch ein Feld vorschieben, dann holst du dir eine zweite Dame und gewinnst die Partie. Aber wenn wir jetzt auf die Engine-Leiste gucken, die sagt ausgeglichen. Und das liegt daran, dass Schwarz an dieser Stelle eine versteckte Rettung zur Verfügung hat. Und das ist dein Job, die zu finden. Schwarz zieht und hält tatsächlich diese hoffnungslos aussehende Partie. Remy, was würdest du tun? Du kannst dir ein wenig Gedanken machen, während ich erstmal über Matthias Blühbaums jüngsten Erfolg spreche und euch dann Faustino Oro vorstelle, den argentinischen Wunderknaben, von dem in letzter Zeit viel zu lesen und zu hören war. Ja, Matthias Blühbaum, da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Er hat wieder eine starke Leistung im Title Tuesday abgeliefert, ist diesmal Dritter geworden in ganz erlesener Gesellschaft. Nakamura, Carlsen, Caruana sind da so um ihn herum. Matthias ist halt erweiterte Weltklasse in den schnellen Disziplinen und online, und das hat er da auch wieder mal gezeigt. Das ist beeindruckend, mit welcher Konstanz er da immer wieder erstklassige Resultate hervorzaubert. Eine Partie aus diesem Title Tuesday zeige ich euch heute, nämlich diese, aus der wir schon die Stellung sehen, gegen Faustino Oro. Den Namen hast du vielleicht schon mal gehört, denn der ist einige Male in der Berichterstattung übers Schach, auch in den allgemeinen Medien, aufgetaucht. Spätestens, als es ihm gelang, Magnus Carlsen zu besiegen. Es war nur in Anführungszeichen eine Bullet-Partie, aber immerhin, das ist ein paar Wochen her, da gelang es ihm, Magnus zu schlagen. Es gibt ein ganz süßes Video davon. Vielleicht seht ihr das jetzt vielleicht nicht. Das hängt davon ab, ob YouTube meckert, wenn ich das Kindervideo einblende. Da jubelt er dann ganz, ganz bezaubernd, nachdem er Magnus in dieser Bullet-Partie geschlagen hat. Aber mein Gott, ja, es war Bullet und der ist natürlich sehr, sehr stark in den schnellen Disziplinen und er ist auch so sehr stark, das passiert gelegentlich. Das ist jetzt noch nicht ein Zeichen dafür, dass da schon der nächste Weltmeister heranwächst. Nichtsdestotrotz ist Faustino Oro sicher eines der ganz außergewöhnlichen Talente im Weltmaßstab. Im vergangenen Jahr machte der auch Schlagzeilen, das blieb aber dann eher in der Schachblase. Da war er 9 und war der erste 9-Jährige, dem es gelungen ist, im klassischen Schach ein Rating über 2300 zu erreichen. Und damit war er dann FIDE-Meister, der Jüngste der Welt. Und seine Entwicklung geht so weiter. Das ist sicher einer, auf den man ein Auge haben muss. Und wenn wir jetzt noch, wer weiß, 5, 6, 7, 8 Jahre in die Zukunft gucken, dann wird er vielleicht auch mal an der Weltklasse anklopfen. Aber so lange ist es noch nicht. Den Spitznamen Messi des Schachs hat er jedenfalls jetzt schon bekommen. Und so haben wir dann neben dem Mozart des Schachs, das ist ja Magnus Carlsens Name in den allgemeinen Medien, haben wir jetzt auch schon einen Messi des Schachs. Und der ist 10 Jahre alt und der ist ein Kind der Pandemie. In den Pandemiejahren, als der kleine Faustino immer zu Hause sitzen musste und seine Eltern wollten, dass er was Vernünftiges macht, da hat ihm sein Vater einen Account bei chess.com angelegt, da hat er angefangen Schach zu spielen und es offenbarte sich sehr schnell die außergewöhnliche Begabung dieses Jungen, die er dann offenbar auch mit harter Arbeit kombiniert, denn du kannst noch so begabt sein, wenn du nicht an deinem Schach arbeitest, dann wird das eher nichts und bei ihm passt das zusammen, der hat Spaß dran, wird immer besser und hat im Schach eine großartige Zukunft vor sich. Ich habe noch eine Verbindung mit Magnus Carlsen gefunden. Von Magnus gibt es ja dieses wunderbare Zitat, als er als Kind gegen Garry Kasparov spielte, da war er, ich weiß nicht, 11 oder 12 oder lass ihn 13 gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Jemals, da spielte er gegen Garry Kasparov und es war eine Partie, wo er Kasparov fast am Wickel hatte und aber nicht gewann und hinterher sagte, ich habe gespielt wie ein Kind. Das war sehr lustig, weil er war halt ein Kind, aber das zeigte so ein bisschen seine Attitüde und sowas Ähnliches hat auch Faustino Oro gesagt, nachdem er diese Bullet-Partie gegen Magnus Carlsen gewonnen hatte, hat er gesagt, wenn ich das noch verloren hätte, dann hätte ich mit Schach aufhören müssen. Auch das zeigt schon, dass da Ehrgeiz und auch Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten vorhanden ist. Wobei er das über eine Stellung gesagt hatte, wo er dann eine Figur mehr hatte. Insofern, die war auch nicht mehr zu verlieren. Also merkt euch den Namen, Faustino Oro. Der wird häufig vorkommen. Ich wollte ihn euch gerne mal vorstellen, den gab es auf diesem Kanal bisher noch gar nicht. Das wird sich mittelfristig bestimmt ändern. So, und jetzt gucken wir ein bisschen Schach. Faustino Oro traf nämlich in diesem Title Tuesday, bei dem Matthias Blühbaum am Ende mit 9 aus 11 Dritter wurde. Da traf er auf eben diesen Matthias Blühbaum und ich kann schon vorwegnehmen, er hat Matthias Blühbaum das Leben ganz schön schwer gemacht, wie es ausgegangen ist.
Und ob Faustino in dieser Stellung die Rettung für Schwarz gefunden hat, das verrate ich euch noch nicht. Das sehen wir dann im Laufe der Partie, in die wir jetzt reingehen. Wenn du noch ein bisschen überlegen möchtest, was denn hier für Schwarz zu tun ist, um die Partie zu retten, dann halt das Video bitte jetzt an, denn ich springe an den Anfang. Und wir sehen gleich ein Matthias-Spezial. Ein Eröffnungsabspiel, das wir auf diesem Kanal im Blühbaum-Kontext schon mal hatten. Sieht jetzt erstmal aus nach einer slawischen Verteidigung. Jetzt haben wir eine halbslawische Verteidigung, gekennzeichnet durch dieses Bauerndreieck. Und hier gibt's eine Menge Züge, die zu vielen klassischen Varianten und zu tiefer Theorie führen. Es gibt aber auch den Matthias-Spezial. Matthias spielt hier immer Dame C2, einen Zug, der in solchen Damengambit-artigen Stellungen natürlich immer Sinn ergibt, der aber auch diesen C4 jetzt endgültig opfert. Jetzt kann Schwarz den wegnehmen und macht das auch und den verteidigen und sich daran klammern. Und Matthias hat hier ein ganz eigenes Konzept zur Kompensation zu kommen. Dass man diesen Bauern gibt und erstmal unmittelbar gar nicht versucht, den zurückzubekommen, sondern sich normal weiterentwickelt, das haben wir in den vergangenen Jahren schon von dem guten Daniel Dubov gelernt, dem sehr kreativen russischen Großmeister, der in vielen Stellungen eigene Wege geht. Ich glaube, das Matthias Blühbaum-Patent, das kommt an dieser Stelle, nämlich Turm B1. Und dazu haben wir auch schon eine Partie gesehen, eine großartige Gewinnpartie. Die Idee von Turm B1 ist, B3 zu spielen und nach CB Turm B3 den Turm auf die dritte Reihe zu kriegen und den nach Möglichkeit dann auch schon rüber zu schwenken und den hier für einen Königsangriff zu benutzen. Das ist das Matthias Spezialkonzept, das er schon mehrere Male gezeigt hat und er ist so fast der Einzige, der das regelmäßig spielt und mit ganz gutem Erfolg. Und wir sehen auch schon, wie das weitergeht. 0-0, B3, wenn Schwarz glaubt, ich spiele hier B4 und dann C3 und hebel das Ganze aus, dann stellt er fest, das geht nicht so richtig, weil dann nimmt Weiß auf C4 raus und der ist gefesselt, weil hier steht ein Turm und hier eine ungedeckte Figur, die, wie wir wissen, immer ein taktisches Ziel ist. Also B4, so einfach ist es eben nicht, sondern also du kannst hier C5 versuchen, das haben wir in einem anderen Video ein bisschen besprochen. C schlecht B ist der normale Zug, den man hier in der Blitzpartie spielt. Apropos wohlgemerkt, es ist eine Blitzpartie, die wir hier sehen, darum legen wir nicht alles auf die Goldwaage. CB, Turm schlecht B3, Springer BD7. Und diese Stellung kennen wir tatsächlich schon aus einer Partie von Matthias Blühbaum gegen die tschechische Nummer 2 Nguyen. Und da zog Matthias hier E5. Und es wurde eine großartige, großartige Angriffspartie, die wir uns jetzt nicht normal angucken wollen. Da könnt ihr euch das Video aufrufen. Die war wirklich fantastisch. Erstaunlich ist, dass Matthias von diesem E5, was er ja schon mal erfolgreich gespielt hat, abweicht und an dieser Stelle Läufer D3 macht. Was natürlich mit einer Drohung verbunden ist, ne? Es droht E5. Und da muss der Springer ziehen und danach schlägt es auf H7 ein. Insofern muss man sich um diesen H7 kümmern. Oder vielleicht auch nicht, um unmittelbar dieses weiße Zentrum zu bekämpfen. Und all die Drohungen wäre es auch ganz interessant, an dieser Stelle C5 zu spielen, was dann zu großen Verwicklungen führt, die wir uns jetzt nicht im Detail angucken wollen. Ich wollte es nur erwähnt haben. Faustino Oro macht hier den normalen Zug. Der sieht natürlich, es droht E5 mit Einschlag auf H7 und insofern rettet er seinen H7-Bauern und spielt an dieser Stelle schon H6. Das passt trotzdem Weiß ganz gut ins Konzept, denn dieser H6, der ist eine Marke, mit der Weiß jetzt weiter arbeiten kann. Matthias spielt E5, das ist so ähnlich wie in dieser Nguyen-Partie. Springer D5 und dann nimmt er hier raus. Den kann man eigentlich nur auf eine Weise zurücknehmen. Also E schlecht D sieht super hässlich aus für jeden, der ein bisschen Schacherfahrung hat. Ne, gucken wir uns nur diesen schrecklichen Kollegen hier an. Und es ist auch konkret nicht gut. Man kann zum Beispiel Läufer F5 machen und dann direkt mit E6 oder auch in Verbindung mit Turm E3 die schwarze Königstellung weiter aufweichen und Weiß kommt hier in großen Vorteil. Also E schlecht D sieht nicht nur hässlich aus, sondern es ist auch wirklich schlecht. Man muss hier C schlecht D spielen und diesen Bauern, den man ja mehr hat, mit Schwarz erstmal zurückgeben. Aber dafür muss sich natürlich der Läufer von seiner Angriffsdiagonale hier so ein bisschen ins Abseits am Damenflügel begeben. Andererseits kann Weiß argumentieren,
Ja, mein Läufer steht hier jetzt nicht so toll, aber die dritte Reihe ist ja schon frei und vielleicht kommt der hier jetzt sehr, sehr schnell rüber. Es ist tatsächlich so, dass in dieser Stellung schon Läufer schlecht H6 droht. Oder nein, nicht droht, aber sehr stark in der Luft liegt. Läufer schlecht H6 mit Rüberfahren von schwarzen Sachen auf den Königsflügel und starkem Angriff. Und das gilt umso mehr nach dem schwarzen Zug Springer B6, der ein Fehler ist. Denn Weiß macht Dame E2 und Läufer H6 ist jetzt eine Drohung. Es ist noch nicht ganz so offensichtlich, warum das eine Drohung ist. Aber wir sehen das nach dem nächsten schwarzen Zug schon ein bisschen genauer. Turm C8. Hier kannst du nämlich wirklich auf H6 rausknipsen. Läufer H6 GH zerstört die schwarze Königsstellung. Und dann der interessante Zug Springer E1, der ja auf den ersten Blick eine Figur zurückzieht, aber der halt allen anderen Figuren den Raum frei macht, hier auf den unzureichend verteidigten schwarzen König loszugehen. Auch hier wollen wir uns jetzt nicht in Varianten vertiefen. Ihr könnt euch das selbst angucken. Die Partie ist ja chess.com, Title Tuesday, oder auch in meiner Studie mit den Title Tuesday Partien. Es droht Dame H5, es droht Turm G3, dann geht der Läufer wieder zurück und strahlt hier rein. Und das ist für Schwarz kaum zu verteidigen. Unter manchen Umständen kann man es auch noch mit F4, F5 kombinieren. Und trotz Minusfigur hat Weiß hier riesigen Vorteil und mehr als genug Kompensation. Die Maschine ist schon bei plus 2 in dieser Stellung, was ein bisschen überraschend ist. Weil in dieser Stellung ist es noch nicht offensichtlich, aber Springer E1 ist hier halt der Schlüsselzug. Was noch überraschender ist, dass Matthias das an dieser Stelle nicht spielt. Also der hat sich ja dieses Matthias Spezial mit Turm B1, B3 und so weiter, hat er sich ja überlegt und wird mit diesen Stellungen vertraut sein und wird mit Sicherheit in der heimischen Analyse in solchen Stellungen schon häufig das Läuferopfer auf H6 sich genauer angeguckt haben. Hier geht das Läuferopfer auf H6, aber Matthias spielt es nicht. Das fand ich überraschend. Er spielt Läufer D2 und das ist ein Fehler, weil halt Läufer schlecht H6 schon fast entscheidend war. Er spielt Läufer D2 mit dem Gedanken, das mit Läufer B4 zu koppeln und Schwarz, den Verteidiger der schwarzen Felder, sozusagen wegzutauschen, was ja auch auf eine Weise Sinn ergibt. Aber auf eine andere Weise fällt halt diese Option Läufer schlecht H6 raus und du hast keinen mehr, der gegen diese Marke drückt. Selbst in dieser Stellung war Läufer schlecht H6 noch eine Idee. Hier ist es allerdings nicht mehr ganz so stark, weil nach GH und dann dieses Springer E1 hat Schwarz ganz stark Springer C4. Springer C4 mit Drohung, den Angriffsturm von der dritten Reihe rauszunehmen. Und wenn du den dann stattdessen nach G3 ziehst und König H7 und Dame H5 versuchst, dann kommst du in dieser Stellung nicht mehr richtig weiter. Du hast immer noch ausreichende Kompensation, aber nicht mehr schon fast entscheidenden Angriff. Läufer H6 war trotzdem noch eine Option. Man kann in dieser Stellung auch über Turm H3 nachdenken. Ist auch eine Möglichkeit. Aber ihr seht es ja auch an der Leiste, die uns Schachfreund Maschine zeigt. Es führt nicht mehr zu großem Vorteil. Matthias setzt hier mit seinem Plan fort, den er vorher gefasst hatte. Das wäre sehr komisch gewesen, erst Läufer D2 zu spielen und dann doch auf H6 rauszunehmen. Natürlich ist hier der menschliche Zug Läufer B4 das, was er ohnehin geplant hatte. Aber jetzt kommt Schwarz ganz gut ins Spiel. Springer C4, Läufer E7, Dame E7, ja, Läufer C4. Möchte man hier nicht so gerne spielen, weil plötzlich lebt der tote Läufer wieder und hat die Diagonale. Und sich hier den Bauern mitzunehmen, ist überhaupt keine gute Idee, weil dann kommt Läufer D5 und dann hängen schon zwei. Also so allein aus positionellen Erwägungen auf C4 rauszunehmen, ist keine so gute Idee. Aber andererseits steht der Springer auf C4, aber dann natürlich ganz kräftig und legt auch einen Finger darauf, dass der Läufer A6 im Abseits steht. Also Schwarz ist hier ganz gut im Spiel. Matthias möchte den Läufer eingesperrt lassen, aber diesen Springer C4 loswerden, ohne seinen Läufer geben zu müssen und spielt darum Springer D2 und befragt den. Aber Schwarz ist jetzt ganz zufrieden damit, hier Material vom Brett zu nehmen. Und der Königsangriff, der Weiß eigentlich vorschwebte, von dem ist nicht so richtig viel zu sehen. Stattdessen geht jetzt Schwarz über die weißen Sachen am Damenflügel her. Dame A3 kommt mit Doppelangriff. Der Bauer auf B3 hängt und der Läufer auf A6 hängt. Und insofern fällt bei Weiß jetzt einer um. Und der gute Faustino ist gegen Matthias Blühbaum ganz schön am Drücker. Läufer D3, Dame schlecht B3, jetzt hat er einen Bauern mehr. Und das ist ja nicht irgendein Bauer, sondern hier, ne, das ist ein Freibauer.
und so weiter. Das ist schon mal kritisch, während auf der anderen Seite des Brettes kein Angriff zu sehen ist. Matthias spielt Turm B1, Dame A4, H4 und fischt jetzt ein wenig im Trüben und stellt dabei eine kleine Bauernfalle auf die Faustino natürlich nicht reinfällt. Dame schlecht D4 ist natürlich streng verboten, weil dann kommt der bekannte Abzug und die Dame ist weg und Weiß gewinnt. Den nimmt der gute Faustino nicht, sondern stellt seine Dame stattdessen besser. Die ist ja hier auf den weißen Feldern, harmoniert die nicht so richtig gut mit dem weißfeldrigen Läufer. So wäre besser, die Dame wäre auf Schwarz und dann kann der Läufer auf Weiß wirken. Und so stellt der junge Mann, ne, mit 10 Jahren spürt er, wie eine harmonische Aufstellung geht, stellt er seine Sachen harmonischer hin und packt die Dame auf A3. Ja, und Matthias muss jetzt sehen. Ich meine, jetzt hat er einen Bauern weniger und hat nicht viel dafür und muss halt sehen, dass er sich irgendwie was herfischt, dass er ein bisschen Spiel findet. Macht Läufer C2. Das kann man vielleicht kombinieren mit der Idee Turm B3 und dann den Turm wieder hier rüberfahren. Das kann man vielleicht auch kombinieren mit der Idee Turm B3 und dann mit Dame D3 hier diese Batterie aufzubauen. Nach solchen Sachen, von solchen Sachen träumt er jetzt, um Spiel zu bekommen. Turm C8 aktiviert seinen Turm. Matthias macht Turm B3, Dame A1 Schach, König. Nee, Turm B1, Dame A3. Das ist ein Remis-Angebot. Faustino, vor Respekt vor seinem großen Gegner, trotz Bauer mehr, sagt er, ja, Weiß hat hier immer noch gewisse Perspektiven und ich biete dir mal Remis an. Und Matthias könnte jetzt mit Turm B3, Dame A1, Turm B1 und so weiter eine Zugwiederholung machen. Aber ich meine, Matthias Blühbaum weiß selbst, dass er hier ein bisschen schlechter steht, mit Bauern weniger und mit noch nicht allzu viel Spiel dafür. Aber er spielt halt gegen einen 10-Jährigen und sagt, ja, nee, kein Remis, ich will hier noch weiter gewinnen und zockt. Spielt an dieser Stelle König H2. Gegen Magnus Carlsen wird er hier mit Kusshand die Zugwiederholung nehmen. Gegen Faustino Oro macht er König H2, zieht den König aus diesen Schachgeboten und hofft noch irgendwie was zu kriegen. Faustino macht Läufer A4, möchte liebend gerne natürlich seinen hier eingesperrten Läufer gegen den sehr aktiven weißen Läufer tauschen. Matthias möchte das überhaupt gar nicht. Interessant fand ich, dass hier die Maschine unbedingt Dame D3 sehen möchte. Und die Maschine sagt, dieses Endspiel ist sogar noch okay für Weiß. Und der Bauer A7, dieser vermeintliche Freibauer, ist wahrscheinlich sogar eher eine Schwäche. Den Weiß in vielen Konstellationen wird einsammeln können. Und das in Verbindung mit der etwas größeren weißen Aktivität. Die Maschine sagt, das ist ja ganz nah am Ausgleich. Dieses Endspiel Weiß hat hier noch nicht viel zu befürchten. Das fand ich ganz überraschend. Und das ist natürlich ein Zug, der auch Matthias überhaupt nicht ins Konzept passt. Matthias will Material auf dem Brett halten und will noch irgendwie Angriffschancen kriegen und spielt natürlich insofern Läufer D3. Faustino fährt den Kollegen nach E8 zurück. Matthias macht Dame E3, da ist wieder so eine Bauerndrohung. Läufer H7 Schach droht mit Abzug auf die Dame. Das sieht er natürlich und fährt die Dame zur Verteidigung zurück. Ganz nebenbei hängt jetzt der H4, aufpassen. Aber Matthias wollte ja Sachen auf den Königsflügel fahren und sehen, ob er da noch irgendwie was kriegen kann. Und er hat ja noch ein Konzept in petto, das wir eben schon kurz angeschnitten haben. Ne, während Faustino jetzt seinen Freibauern laufen lässt und jetzt mittlerweile wirklich behaupten kann, so, ich bin jetzt aber nicht nur am Drücker, ich habe jetzt substanziellen Vorteil, hat Matthias hier noch diesen Plan in petto. F4, F5 mit Aufweichen der schwarzen Stellung, auch wenn noch nicht so richtig klar ist, wozu das führen soll. Und Faustino sagt auch, ja, dann komm doch, ich habe einen Freibauern und je weiter der vorangeht, desto stärker wird der. Und der ist jetzt auch schon auf A4 angekommen. Und Matthias macht F5. EF, Läufer F5 mit Angriff auf den Turm C8. Der muss ziehen, aber der hat natürlich ein Feld, das sich anbietet, denn wohin gehören Türme? Richtig, Türme gehören hinter die Freibauern, hinter die eigenen und hinter die gegnerischen. Und Faustino hat hier einen wunderbaren Freibauern und den kann jetzt der Turm noch zusätzlich anschieben und dieses wird immer bedrohlicher. Und Matthias muss sehen, was er kriegt. Er spielt Turm E1. Jetzt ist die Idee, E6 zu machen. Faustino spielt A3. Sind nur noch 2 Züge bis zur Dame. Matthias macht E6. Und Faustino sagt, ja, interessiert mich nicht, A2, jetzt habe ich nur noch einen Zug bis zur Dame und Matthias muss zeigen. EF, Läufer F, Dame F7, okay, und jetzt? Im nächsten Zug soll A1 Dame kommen. Aber Matthias wäre nicht am Rande der Weltklasse, würde er nicht in solchen Stellungen immer noch neue Ideen finden und dem Gegner immer noch Probleme stellen
Und das Problem, das er ihm hier stellt, ist Dame E5. Das hält Schwarz tatsächlich erstmal davon ab, einzuziehen und sich eine Dame zu holen. Denn nach A1 Dame, das wäre ein grober Fehler, kann zwar, weiß zwar nicht mehr vom Gewinn träumen, aber er hat Turm A1, Läufer E6 vorbereitet und holt sich die Dame zurück und würde dann wahrscheinlich sogar ein bisschen besser stehen mit Dame gegen Turm und Läufer, auch wenn das kaum zu gewinnen ist, dieses Endspiel. Aber mittlerweile kämpft auch Weiß nur noch ums Remis und so Chancen zu gewinnen, das hat sich erledigt. Aber so, das droht jetzt erstmal. Ne? A1 Dame geht noch nicht, weil Läufer E6 in der Luft steht und insofern macht Faustino Läufer D7 und befragt diesen Läufer, der jetzt keine Fesselung gegen die Dame mehr konstruieren kann. Aber Matthias, sind die Ideen noch nicht ausgegangen. Hier spielt der Läufer G6. Wieder sehr, sehr trickreich und er findet halt wieder ein Problem, das er Schwarz stellen kann. Läufer G6. Und man könnte jetzt fragen, ja, kann man den nicht einfach wegnehmen? Ja, und wenn Faustino Oro jetzt hier eine klassische Partie hätte und 2 oder 20 Minuten hätte statt 2 Sekunden, dann hätte er wahrscheinlich gefunden, dass man den tatsächlich nehmen kann. Der unmittelbare taktische Trick ist, du nimmst den, dann spiele ich Dame schlecht D5 Schach. Und dann hängt der Turm auf A8. Aber wenn man ein bisschen Zeit hat, vorauszurechnen, dann kann man sehen, dass er in dieser Stellung trotzdem noch Schwarz gewinnt. Weil du hast hier sehr, sehr stark Dame G4. Das wiederum droht Dame H4 Schach mit Angriff auf den Turm. Und Schwarz schafft sich die Zeit, hier noch ein, zwei Bauern einzusammeln, seinen A2-Bauern zu decken und zu halten und dank dieses überragenden Freibauern, dem nicht mehr viel fehlt, zur Umwandlung ist dieses tatsächlich eine Gewinnstellung für Schwarz. Das ist allerdings in der Blitzpartie nicht vorherzusehen. Das ist der einzige Zug hier, Dame G4 mit den damit verbundenen Drohungen. Faustino Oro glaubt Matthias das und spielt Dame E6, was auch an der Stellungseinschätzung nichts ändert. Schwarz gewinnt und natürlich kann man jetzt nicht Dame E6 spielen, Läufer E6, Turm E6, weil dann holt sich halt Schwarz sofort die Dame. Das liegt halt in jedem Zug in der Luft, dass sich Schwarz im nächsten Zug eine Dame holt. Und wenn man jetzt hier nicht die Damen tauscht, dann kann man es auch nicht mehr verhindern. Dame G3. Matthias versucht jetzt mit irgendwelchen Mattdrogen auf der Grundreihe zu arbeiten. Er sagt jetzt, ja, okay, dann muss ich auf A1 gleich meinen Turm opfern, aber dann kriege ich wenigstens Schach auf der Grundreihe. Und der schwarze König kommt ja hier nicht raus wegen des Läufers auf G6. Vielleicht kann man damit noch irgendwas machen. Okay, schauen wir mal. Faustino holt sich seine Dame, hat jetzt 2 davon. Turm A1, Dame B8 Schach. Naja, und an diesem Problem, das ihm Matthias jetzt stellt, da scheitert der junge Mann. Hier ist es eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Läufer C8 und aus. Schwarz hat einen Turm mehr. Und ansonsten ist zu der Stellung nicht so richtig viel zu sagen, denn Weiß hat keine Schachs mehr auf der Grundreihe. Der Läufer hängt, wohlgemerkt, man kann hier auch nichts Großartiges machen. Schwarz gewinnt mit einem Turm mehr. Läufer C8. Faustino zog an dieser Stelle Läufer E8. Und das hält dann Weiß plötzlich wieder in der Partie. Seine Idee war, okay, ich opfer den Läufer gegen diese Mattdrohung, aber dann bringe ich meinen König in Sicherheit. Aber jetzt wird es schwierig. H5 und es droht wieder Läufer G6. Und Schwarz ist wieder. Muss ich jetzt wieder einen neuen Mattdrohungen erwehren. Und hier gibt es auch tatsächlich nur einen Zug, der schwarzen Vorteil festhält. Und das ist auch ein Verteidigungszug. Also man kann hier Dame G8 spielen und dann hat der König immer das Feld H8, um sich zu verstecken und dann kann man sich langsam aber sicher aus dieser Malaise rausarbeiten und kriegt dann mit der Mehrqualität wahrscheinlich noch Gewinnchancen. Ich habe diese Stellung nicht im Detail analysiert, aber das wäre der einzige Weg für Schwarz, Dame G8 hier Vorteil festzuhalten. Faustino hat den nicht gefunden, er macht G5. Wie gesagt, es ist eine Blitzpartie und beide haben hier eine 2 Sekunden für jeden Zug. Macht G5. Und das öffnet natürlich die Königstellung sehr, sehr weit und nebenbei verliert es einen Bauern. Hallo? Ja, ich komme gleich. Verliert einen Bauern? Und jetzt tauchen langsam Mattdrohungen gegen den schwarzen König auf, der sehr, sehr vorsichtig sein muss. König G7, Dame C7 Schach, König F6,
Dame F4 Schach. Naja gut, hier gibt es nur einen Zug für Schwarz. Ne? Geh mit dem König wieder zurück. Und dann hat Weiß nichts Besseres, als wieder Dame C7 Schach zu spielen. Und die Königswanderung fängt von neuem an. Und die Partie würde wahrscheinlich Remis enden. Faustino, nachdem er jetzt so ein bisschen, der verliert jetzt die Kontrolle. Er hat schon zweimal daneben gegriffen. Matthias hat ihm diverse Probleme gestellt. Das letzte Problem hat er dann nicht lösen können und das wird er gespürt haben und dann so, und jetzt entgleitet ihm die Partie. Hier spielt er Dame F5 und plötzlich dreht sich die Stellung wieder und nachdem Faustino eben auf Gewinn stand, steht jetzt Matthias auf Gewinn. Dame D6, Dame E6. Weiß zieht und gewinnt. Ist relativ einfach. Hier machst du Dame schlecht E6, König E6, G7 und gegen G8 ist kein Kraut gewachsen und Weiß gewinnt. Matthias war aber ganz fixiert darauf, dem König Schach zu geben und den zu beschäftigen und hat diese einfache Lösung in der Hektik übersehen und spielt Dame F8. Und jetzt ist die Stellung wieder ausgeglichen nach König G5, aber sie ist immer noch brandgefährlich, denn Weiß spielt ja G7, das wird Matthias auch gesehen haben. Was er nicht gesehen hat, ist, dass Schwarz sich aber an dieser Stelle retten kann. Und das ist die Stellung, die euch bekannt vorkommen müsste, denn wir haben sie am Anfang des Videos gesehen. Die schwarze Rettung, und das hatte Matthias bei 51. Dame F8 übersehen. Die schwarze Rettung geht so, Turm H1. Turmopfer, König H1. Dame E1, Dame H4, Dame E1 und so weiter. Dauerschach. Die Dame pendelt zwischen E1 und H4 und der weiße König kommt nicht aus diesen Schachgeboten raus. Tja. Faustino übersieht die letzte Rettung und spielt hier König H4. Und jetzt wird er matt gesetzt. Dame F4 Schach, König G4, G3 matt. Und Matthias hatte eine Partie gewonnen. Ja, sagen wir mal, eigentlich nicht hätte gewinnen dürfen. Aber beim Blitz, da gehört halt auch Lügen und Betrügen und Fischen dazu. Und das hat er hier auf super großmeisterliche Weise gezeigt. Er hat dem jungen Mann halt Probleme gestellt und die hat er nicht mehr gelöst. Und so hartnäckig gefischt, bis Schwarz die Partie entglitten ist. Und so hat Matthias Blühbaum Faustino Oro nochmal auf Distanz gehalten und wurde dann am Ende Dritter beim Title Tuesday mit 9 aus 11. Nur Hikaru Nakamura war nach Punkten besser, der hatte 9,5 aus 11. Eine ganz lustige Partie, die auch eine Qualität zeigt, die hier so selten zum Tragen kommt, nämlich Fischen und Schummeln in schlechten Stellungen. Das kann Matthias Blühbaum auch als Klassenspieler, wie er uns heute demonstriert hat. Und ich fand ganz schön, dass wir bei der Gelegenheit mal über Faustino Oro reden könnten, von dem wir in den nächsten Jahren ja noch viel hören werden. Und jetzt habt ihr den Namen auch mal gehört und wir haben ihn hier einmal vorgestellt und ich kann eine Faustino Oro Playlist anlegen, von der ich annehme, dass die sich mittelfristig füllen wird. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns hier sehr bald auf diesem Kanal. Macht es gut.